So Leute, bevor dieses Video richtig losgeht, will ich noch einen Mond zeigen, den ich verpasst habe oder von dem ich nicht wusste, wie er geht. Und zwar ist er hier in diesem 2D-Bereich. Den habe ich in der allerersten Folge von diesem Let's Play eben nicht holen können. Und zwar muss man da diesen einen Block zerstören, aber man darf eben nur diesen einen Block zerstören. Denn jetzt muss man die Koopa-Shell anhalten und dann, wenn man da so läuft, gibt es einen Block. Ich kann nicht weitergehen. Dann muss ich ein bisschen nach oben springen und dann noch ein bisschen weiter nach oben und dann ist da der Mond. Also man darf durch diesen einen Block zerstören am Anfang und dann die Koopa-Shell anhalten. Und das war es dann auch schon, einfach wie diesen versteckten Block springen und dann noch weiter nach oben. Okay Leute, jetzt kann es mit dem Video richtig losgehen. Ciao zusammen und willkommen zu dieser neuen Folge vom Super Mario Odyssey Superstar Mode, genau. Und ich will euch zu Beginn mal etwas Spezielles zeigen. Und zwar ist es so, dass diese männlichen Bewohner von New Donk City, dass die alle sterben wollen. Ja, hört mal genau hin. Er sagt jetzt nämlich auf Englisch, I just want to die. Ich will einfach nur sterben. Hört mal genau hin. I just want to die. Okay. Hab ich's gehört? Nochmal. I just want to die. Nochmal. I just want to die. Er sagt einfach, I just want to die. Ich verstehe da nichts anderes. Ich weiß nicht, was das eigentlich bedeutet. Vielleicht sagt er auch irgendwas anderes. Ja, vielleicht ist es eben dieses Yanny Laurel Phänomen, wie auch immer. Aber ich verstehe da jedenfalls, I just want to die. Und ich weiß nicht. Ja, ich wollte euch das mal gezeigt haben. Vielleicht wusste ich das ja noch nicht. Und jetzt schauen wir mal in eine neue Bonus-Stage. Okay. Das sieht intensiv aus. Aber es geht bisher. Okay. Nein, ich muss raus. Okay, die Kugelwilli sollte mich da jetzt eigentlich nicht stören. Oh doch, doch, doch. Die zerstörenden Boden. So. Alle 3D-Dinge eingesammelt und jetzt noch die zweite. Okay, das geht eigentlich. Nein. Okay, ein Leben noch, aber ich habe es überlebt. So, und jetzt werde ich sowieso durch den Mond geheilt. Ja, easy. War ein bisschen intensiver als sonst, aber noch lange nicht so intensiv wie in der letzten Folge, die T-Rex-Stage. Da musste ich die ganze Zeit schütteln, weil wir den Scooter nicht hatten. Und das war so intensiv. Aber es hat richtig Spaß gemacht. War bisher ein von meinen Lieblings-Bonus-Stages in diesem Hack bisher. Okay, jetzt ist die nächste Bonus-Stage, die ich im Kopf habe, die da. Und was wurde da verändert? Okay, diese Blöcke sind neu. Und der Bonusmond ist auch ein bisschen weiter oben. Okay. Also, schauen wir mal, was ich da machen muss. Okay. Hä? Ich muss so. Genau, so. Jetzt habe ich das richtige Timing erwischt. Okay, die lila Münzen sind jetzt da so vereinzelt. Okay. Und ich brauche einen Kugelwurf von einer bestimmten Höhe, damit ich dorthin komme. Okay, reicht diese Höhe aus? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist zu tief, oder? Ah, nee, doch. Das ist genügt. Ja, nice. Dann haben wir schon den ersten Mond. One Man's Trash, so. Und jetzt müssen wir noch den Hauptmond bekommen, der dort hinten ist. Und auch noch die zwei verbleibenden lila Münzen. So. Da müssen wir dann nach hinten wieder gehen. Das konnte man auch schon im Originalspiel einfach, es brauchte nichts im Originalspiel, aber jetzt gibt es eben diese lila Münzen. Okay, so, dann haben wir die zweite lila Münze. Und da ist schon die letzte. Okay, und jetzt sollte ich eigentlich einen Weitsprung auf die andere Seite kommen. Ja, easy. Jetzt frage ich mich noch, ob ich da nach oben irgendwie kommen kann. Ja, das könnte möglich sein mit einem Dreisprung. Oder vielleicht eben knapp nicht. Wir schauen mal. So ähnlich wie der Frog Skip, so Dreisprung. Ja, das sieht möglich aus. Ja, da gibt es versteckte Münzen. Ja, nice. Nice, ziemlich cool. So, dann gibt es noch eine Münze. Auch nicht so. Und dann will den Mond. So, und ich habe jetzt wieder jetzt dieses Outfit gekauft, aus einem Grund, denn nur mit diesem Outfit kommen wir in eine bestimmte Bonus-Stage rein. Und die sollte auch gleich da sein. Ja, da muss ich eigentlich gar nichts schneiden in diesem Land. Die Bonus-Stages sind so nah beieinander. Aber man ist so schnell an dem richtigen Ort. So, schnell
Fullspeed und da. Lass mich rein. Das war ja die Bonus-Stage mit den Stromleitungen und den Fuzzies. Ich bin gespannt, was da gemacht wurde. Okay, bisher sehe ich doch nicht so viel Neues, wenn ich ehrlich bin. Oder gibt es einfach viel mehr Fuzzies, das könnte sein. So, das habe ich jetzt falls überlebt. So, du stirbst doch und es kommen sowieso immer neue. Okay, diese Fuzzy bewegt sich auf jeden Fall viel schneller. Aber da war im Original, Spiel waren da nur Münzen. Und so ist es auch hier. Okay. Dann versuche ich mal zurückzukommen in einem Capy Roll Jump. Das sollte eigentlich auch klappen. Ja, easy, easy, easy. Und da ist eine Plattform, oder? Das sieht man sicherlich auch in den. Genau, das sieht man auch in diesem. Ah, und da gibt's. Okay. Das hätte ich jetzt ohne den Mann-Gefilter nicht gesehen, ja. Gibt's einfach Münzen, okay. Nur Münzen, aber besser als nichts, so. Ich dachte, da wäre irgendwie ein Zugang zu einem Mond oder so. Okay. Stirbt alle, stirbt. Ich vielleicht nicht. So. Und im Originalspiel war da oben der geheime Mond, aber ich denke, so einfach wird das nicht sein. Ja, genau. Im Originalspiel waren da drei Kisten und in einer Kiste war der Mond, aber diese dritte Kiste wurde entfernt. Okay. Da, aber das ist neu. Das ist definitiv neu, diese Plattform. Was hat es mit dieser Plattform auf sich? Die ist definitiv neu. Ich check's nicht. Für was ist diese Plattform da? Irgendwo Stampfattack gemacht für einen Mond? Aber keine Ahnung. So. Okay, dieses schwebt irgendwie in der Luft. Was war das? Das war irgendwie speziell Kamerawinkel unter den Nebel. Oh, ja, was kann ich dagegen machen? Okay, Manga-Filter. Okay, ich glaube, ich kann da stehen, aber da gibt es sicher auch von diesen Gegner, oder? Nein, doch nicht. Und ist das alles nur für Münzen? Das ist alles nur für Münzen. Ja, sieht so aus. Das ist alles nur für Münzen. Okay, dann schnell wieder zurück. Ich habe nur noch ein Leben. Und wieder dieser komische Glitch der Kamera. Ja. Okay. Jetzt sind da noch die Mondstücke, aber ich brauche noch den geheimen Mond. Habe ich echt keine Ahnung, wo der ist. Filter. Wo ist der Manga-Filter? Genau da. Nein, ich sehe da jetzt. Ah, da! Dort hinten. Okay, gut, da komme ich jetzt nicht mehr hin, aber. Da bei diesen Kisten da, die sind sicherlich neu. Okay, ich weiß, wo der versteckte Mond ist. So, da gibt es jetzt viel mehr Fuzzies, aber wenn ich im Rhythmus bin, dann stört das eigentlich nicht. So, jetzt im letzten Moment. War ein bisschen knapp, das Timing, aber es geht voll in Ordnung. So, jetzt sammeln wir noch diesen Mond ein und dann muss ich, dann beende ich mal diese Bonus-Stage und komme wieder rein. So Leute, ich bin jetzt wieder da und ich habe mich da eben ein bisschen zu wenig umgeschaut, genau, denn da gibt es jetzt einen geheimen Mond. Ja, aber das ist doch gar nicht so schwer versteckt, oder so, schon schwer versteckt, aber zum Bekommen ist es. Ah! Okay, ich habe es verkackt. Ich durfte nur die unterste Kiste zerstören. Okay, ich muss wieder dahin gehen. Da hat er mich ein bisschen getrollt, dieses Kerl. Das war ein richtig geiler Troll. Okay, jetzt werde ich dich getrollt. So. Nur die unterste Kiste zerstören. Und jetzt sollte ich da irgendwie die Wand springen, nach oben kommen. Oder wie soll ich das verstehen? Ich muss aufpassen, dass ich keine Kiste zerstöre. So, okay, easy. Easy. Easy, aber das war ziemlich cool, wie ich getrollt wurde. Ich liebe das. So. Jetzt springe ich dann nochmal nach unten und dann sehen wir uns bei der nächsten Bonus-Stage. So, und die nächste Bonus-Stage sollte gleich da sein. Genau, da ist ja diese Menschenmenge. Und da bin ich mal gespannt, was er da gemacht hat. Okay, dieser Mond ist immer noch gleich, okay. Ja, es ist dann schwerer. Oh, das Timing. Das Timing ist schwierig. Okay, das wird sehr, sehr schwierig sein. Okay, man kann ja am schnellsten vorbeigehen, wenn man da am Rand ist, aber... Oh, das Timing. Okay, ich muss... Ich habe irgendwie so... Ja, die Kamera muss das sehen, sonst zählt das, glaube ich, nicht.
Und ich darf dich dagegen knallen, okay. Oh, das ist schwierig. Okay, das hat nicht gezählt. Okay, vielleicht schaffe ich es jetzt. Schütteln, schütteln, schütteln. Okay, das war knapp. Das war knapp. Der Mond war gerade noch am Verschwinden. Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Nein! Nein, okay, das sieht nicht mehr so gut aus. Oh, diese blöden Leute, die versperren einfach den Weg. Wo gehen die überhaupt hin? Wo gehen die überhaupt hin? Dann kann ich nicht schauen. Ah. Okay, dies ist schwierig. Das Timing ist so verdammt knapp. Okay, das schaffe ich sicherlich nicht. Ich bin nicht am Rand, ich bin sondern irgendwo da unten drin. Ja, und ich knalle gegen die Röhre. Ah. Ja, vielleicht jetzt. Rolle, 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 Mario. Ja. Das kann ich schaffen. Yes! Im letzten Moment habe ich doch den Mond bekommen. Im letzten Moment. Okay, nice. Jetzt fehlt nur noch der zweite Mond in diesem Bonus-Stage. Okay. Da muss ich da hier hin. Okay, das war knapp. Und noch weiter nach oben. Okay, das sieht lustig aus. Und ich bin nach unten gefallen. Muss wieder nach oben klettern. Okay. Ich muss versuchen, da zu diesem dahin zu kommen. Okay, das war easy. Okay. Jetzt muss ich schwingen von da aus bis dorthin springen. Okay. Okay, schwingen. Swing und Jump. Ja, easy. Aber das hat Spaß gemacht. Dieser zweite Mond war richtig spaßig. Also ich würde mal sagen, noch eine Bonus-Stage können wir machen in dieser Folge. Oder vielleicht noch zwei. Nein, eine. Und zwar ist die da bei dieser Röhre. Kommen wir da raus und dann gibt es ja diese Rakete. Also ich muss auch da nicht mehr schneiden. Ja, diese sind einfach so nah beieinander, diese Bonus-Stages in diesem Land. So, und das war diese Bonus-Stage mit ganz vielen von diesen Schwingstangen. Genau. Und die bewegt sich jetzt viel schneller. Okay. Und man kann da auch nicht mehr abkürzen. Im Originalspiel konnte man da ganz, ganz easy mit einem normalen Triple Jump konnte man das abkürzen, aber das geht hier nicht mehr. Ja, die ist einfach zu hoch. Ich werde es auch nicht versuchen. Das hätte wohl schon gemacht, so. Gemacht, dass man sich cheaten kann. So, schaffe ich es oben? Oberhalb? Ja, das schaffe ich. Sonst wäre vielleicht auch unterhalb eine Lösung gewesen. Okay, da muss ich jetzt das unterhalb machen. Okay, das ist bisher noch ganz easy. Okay, ich bin tot. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder da. Und ich habe es mal geschafft, darauf zu kommen. Okay. Was wird da von mir verlangt? Okay, ich habe eine Idee. Ich muss auf die andere Seite schwingen und dann muss ich einen Cappy Dive machen. Okay, aber in die andere Richtung. Okay, so muss das gehen. Nein, ich habe den Cappy Dive schon aufgebraucht. Ich muss ihn aufsparen. Ja, nice. Nice. Und das sind diese Gegner. Okay, wenn die mich jetzt nach unten gestoßen hätten, ich wäre ausgerastet. Okay, ich muss aufpassen. Oh nein. Ich bin nach unten gefallen. Ich glaube, es gibt keinen Weg mehr, wieder nach oben zu kommen, oder? Oder? Das scheint möglich zu sein, aber ich bin sowieso tot. Oh, habt ihr das gesehen? Mario ist irgendwie voll in die Höhe gesprungen. Weiß nicht, wie das geklappt hat. Ich schaue mir das doch mal an. So, da. Seht mal. Mario ist irgendwie so voll in die Höhe gesprungen. Ist irgendein Bug oder so, irgendein Glitch. Aber vielleicht könnte das in Speedruns nützlich sein, ja? Ich habe vielleicht was Neues entdeckt. Das wäre krass. Okay, ich bin jetzt wieder da oben. Und ich bin in die falsche Richtung gesprungen. Okay, weshalb zeige ich diese Münzen nach unten? Ich will ja noch weiter. Okay. Ja. Okay, ich springe jetzt einfach weiter. Okay, das ist cool.
Das ist cool, dass da einfach solche Gerüste platziert worden sind. Okay. So, und jetzt kommen wir da nach oben. Ja, nice. Ich war noch nie da oben. Es gibt zwar eine Möglichkeit, da nach oben zu kommen, aber es ist mit einem ziemlich, ziemlich schwierigen Sprung. Den habe ich nicht geschafft. Ja, und das sollte jetzt der geheime Mond sein. Ja, richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. So, und jetzt noch den Hauptmond, aber ich will noch zuerst die Lila-Münzen bekommen. Okay, ich sehe schon, was er da gemacht hat. Nur ein solches Schwingteil. Ich kann keinen Wandsprung machen. Ich kann keinen Wandsprung machen, okay. Interessant. So Leute, ich bin jetzt wieder nach oben geklettert und von da aus können wir ganz easy uns diesen Mond-Heat schnappen. Ja, easy, so. Dann haben wir ganz viele Bonus-Stages jetzt gemacht in New Donk City. Und jetzt mal ganz ehrlich, gibt es doch welche Bonus-Stages? Ich glaube, da gibt es keine mehr. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen von New Donk City. Es war jedenfalls ziemlich, ziemlich cool. Ja Leute, wenn ich jetzt da von oben zu nach unten blicke, dann kommt nichts mehr in den Sinn, was ich noch machen könnte hier im City-Land. Ich glaube, wir haben alles gemacht. Ich hole noch diesen Mond hier. Und auch noch den Pixel-Luigi, der da auf uns wartet. Ah, eine Sache habe ich noch vergessen. Aber da habe ich jetzt keinen Bock zu in dieser Folge. Und zwar ist dies das Casino. Okay, ich glaube, genau, das Casino sollte genauso schnell sein wie auch im Wüstenland. Aber es hat jetzt einfach 4 Slots, oder? Ja, ich mache mal ein Try in dieser Folge, aber ich glaube, ich schalte doch einfach den finalen Versuch in der nächsten Folge ein. Ja, aber das ist langsam. Ich hab's verkackt. Aber es ist gar nicht so schwer. Ich glaube, es ist in der normalen Geschwindigkeit, habe ich jedenfalls das Gefühl. Ich glaube, es hat doch was verändert. Ich glaube, die drehen alle in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit. Ich glaube, das hat er verändert. Okay, okay, nur eines fehlt. Das muss ich jetzt schaffen, Timen, gut timen. Yes! Yes, yes, yes. Yes. Endlich habe ich das geschafft. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt das Cityland abgeschlossen. Wir haben alle Bonusbereiche gemacht. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann ins Polarland gehen. Ja, ich freu mich schon darauf und da gibt es ganz viele Bonusbereiche im Polarland. Also Leute, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und dann abonniert den Kanal, wenn ihr die morgige Folge nicht verpassen wollt. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss!